Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play der Beinigerweise. Es geht wieder weiter. Das letzte Mal haben wir die Challenge abgeschlossen, die letzte. Und damit auch gleich ein Fragezeichen. Ne, das habe ich schon vorher freigeschaltet, aber jetzt haben wir den noch nicht gesehen und den will ich doch gleich mal kurz zeigen. Dass der so auf dem Kasten hat. Und zwar hat er ein Item zum Scheißhaufen platzieren. Und er hat nur blaue Herzen. Was heißt das, dass er nur blaue Herzen hat? Ja, man kriegt ein Leben-Upgrade. Nein, du kriegst kein Leben-Upgrade. Du kriegst nur verdammte blaue Herzen. Ja. Der Scheißhaufen hat manchmal noch sehr interessante Zusatzeffekte. Aber... also kann man noch ein paar Sachen speziell damit machen. Oder zum Beispiel... durchkommen. Und ja, der Scheißhaufen ist so wie ein normaler Scheißhaufen, den man dann legt, und wenn man Glück hat, dann kriegt man sogar Items daraus. Das ist mir eigentlich ein ziemlich Scheiß-Item. Mein Scheißhaufen finde ich das sogar ein weniger Scheiß-Item. Was für ein guter Wortwitz. Ja, und rote Herzen sind einfach komplett nutzlos. Vor allem hier in dem alten Eisengefühl. Komplett nutzlos, ey. Ich bleib stehen, wenn ich ein Item aufnehme hier. Das Item zum Beispiel, das da unten, das wäre eines der besten Items für ihn. Aber ja. Jetzt haben wir den Curse gekriegt. Hm. Hat er wahrscheinlich einfach Christen bedeutet. Ich würde vielleicht meine Katze noch hin und her laufen. What? Warum bist du jetzt genau zweimal durchgerast? Das verstehe ich. Es wird Gott! Hey! Mal wieder rein. Hey! Ach, sollte es gehen. Ich meine, wir haben ja noch viel Leben. Du schießt keines. Dankeschön. Gib mir doch einfach einen scheiß Schlüssel. Ich bin tot. Dafür hätte ich viel mehr Geschwindigkeit gebraucht. Wir haben im Hintergrund immer wieder explodiert. Boom. Okay. Das war nicht so ein guter Start. Ja, immerhin ein bisschen mehr Speed. Mehr Speed ist auch gut. Ich bin nicht jemand, der Probleme hat, wenn ich zu viel Speed habe. Gegensatz zu anderen Leuten, die ich kenne. Das ist aber zum Beispiel ein Item, das ich viel lieber nehme. Was ein Scheißhaufen. Ich darf einfach in jedem Raum ein paar Fliegen spawnen. Das ist am Anfang jetzt noch schwach, aber hey. Wie viele Leute die Woche mal schwach. Vor mit dem Speed kommt noch ein paar Fliegen. Könnte eigentlich recht schnell sterben, wenn es richtig läuft. Ja. Okay, aber langsam finde ich es lächerlich. Ich bin einfach sehr schnell. Oh, das ist jetzt die Frage. Nee, eigentlich will ich das gar nicht. Das gibt einfach ein Item pro. Wegen random Pickup-Item, sollte aber schon mal erklärt haben. Und der Schlüssel hat mir einfach noch ein Speed-Up mehr gegeben. Und das Aeroid-Teil, also dieses Medikament-Teil, was ich eingesammelt habe am Anfang, hat meine Range erhöht und mein Speed erhöht. Also zuerst wieder ein bisschen
reinfinden, welche Items schon wieder hier gut waren und so. Das war komplett nutzlos, eigentlich sogar extrem nachteilhaft. Die Itemräume und das ist einfach so ziemlich gar nichts. Ja, ja, das macht einfach einen Random-Bucheffekt, wenn man getroffen wird, oder macht das. Das macht, glaube ich, den Random-Bucheffekt. Also bitte schön ein Laser machen. Seht ihr, ich habe jetzt ein Leben-Upgrade gekriegt und was gibt es mir? Ein blaues Herz. Ja, damit habe ich nicht das rote Herz, das fest vor mir herumbammelt. Da könnte auch Secret-Raum sein und da ich das Miniboss schon hatte, kann hier der Miniboss noch drin sein. Aber was anderes Nutzloses. Naja, 0 plus minus 0. Viel zu früh. Ich bin für mich selber schon zu schnell. Wow. Ja, das seht ihr, ich hab schon wieder ein blaues Herz gekriegt. Die Pfoten ist uns einfach mal gar nichts. Weil wir haben ja nur blaue Herzen, das andere Geisterschuss. Also das, die Pfote macht einfach, dass man rote Herzen wird zu zwei oder drei blaue Herzen umgewandelt. Das ist nicht viel nützt und... Ja, das andere macht einfach, dass wir durch die Wände schießen können, aber keines von den beiden ist irgendwie interessant für mich. Ich weiß nicht, was man Geld hätte. Das ist ein XXL-Raum, okay. Das ist ein XL-Raum. Jetzt kommt sicher irgendwas Nützliches auf der Mitte und ich kann es nicht holen. Naja. Das eine Münze schon mal nützlich. Ups. Ich habe echt kein Damage, nichts eigentlich. Will ich da die Gegner ran, das ist schön. Ah, wir sind einer tot. Okay, zwei sind tot. Ja, sobald man den ersten Tod drückt, geht's noch rein, einigermaßen. Irgendwie läuft der Run momentan so gar nicht. Das ist hier um einiges mühseliger als in der Wind. Ich hab so das Gefühl. Dabei haben wir sogar Worms Knife freigeschaltet, dass wir sie nur noch finden, die dann ist der Run geworden. Ja, Rage Anfang, aber noch sonst. Ah, das ist ein Bomb und die versaut mir alles, ja. Aber
Es ist unsicher, wenn ich jetzt hier die Bombe explodieren lasse. Ne, da kommt ja ganz genügend weit. Also müsste ich zwei Bomben benutzen, um zwei Bomben zu kriegen, was eigentlich. Muss mir auf den Arm nehmen, ich habe immer daneben geschossen. Wow. Magst du nicht, wenn ich keine Bewegungsfreiheit habe. Da hätte ich jetzt nach hinten gehen können. Aber nein, da muss ich in die Wand reinmachen. Man merkt wieder, meine Motivation ist sehr tief unten, weil mein Run momentan so richtig scheiße ist, aber... Ey, es gibt noch zwei Itemräume hier irgendwo zu finden. Vielleicht retten die mich noch. Das Problem ist wahrscheinlich, das irgendwo hier zu finden. Krieg ich sicher irgendwo eine extrem nützliche Seite und nachher schaffe ich es nicht, weil ich das hier zu unmotiviert gespielt habe. Das wäre so typisch. Ist am Arsch. Überrascht mich, dass ich immer noch lebe. So. Noch mehr Speed-Up. Leute, Geschwindigkeit ist nicht alles. Ich weiß, dass ich irgendwann mal reklamiert habe, dass ich keine Geschwindigkeit habe und deswegen gestorben bin, aber das ist ja nicht so zu lösen. Tötet. Ja, ja. Ah, da oben ist ja noch der Dings. Da kriege ich noch ein blaues Herz mehr. Ne, ich habe ganz viele Pille, aber die Hälfte da kann ich nicht oder so. Ja, das ist nice. Pretty fly, das ist auch nice. Ja, die behalte ich, weil die eine Full-Life-Pille wird, wenn ich wirklich leben habe. Treffe nichts so. Das finde ich etwas, was sehr nice ist. Jetzt können wir fliegen und wir haben die Wand schießen. Ja, und eine Bad Trip Pille ist, wenn man so low life ist, dass man sich selber töten würde mit der Pille, wird es noch zu einer Full Health Pille. Genauso wie Health Down Pille, wenn man sich selber töten zu einer Health Up Pille. Bei Blue Baby ist Full Health gleich 3 blaue Herzen. Ich das jetzt lieber. Ich weiß nicht, ob das immer oder ob das nicht immer. Ne, aber ich denke, das nutze ich nicht.
Oh, ist der scheiß zweite Secret-Treasure-Room-Zeugslo. Aber jetzt, warum bin ich da gerade weggegangen? Ich kann momentan fliegen. Ja, ich muss mich zuerst daran gewöhnen, dass ich fliegen kann. So wie man mit neuen mit Lost spielt. Noch plötzlich nicht mit Lost spielt. So, da ist man aber nach oben geschossen. Sollte aber was nutzen. Und ganz wenig Schaden kann ich töten. Okay. Theoretisch sollte man alle töten können. Ich habe meine Fliegen selber aufgeschoben, indem ich zu schnell in den anderen Raum gegangen bin. Jetzt eigentlich schaffen. Warte mal, Stufe 2 rübergekommen. Okay. So, geht doch. Da ist der zweite, Gott endlich. Das ist Risiko, das ist ein großes Risiko. Die macht, dass jeder Raum, Ebene, die gerade uns hier, dort sieht aus wie jeder Raum, hat man einen anderen Schuss. Also wie ihr jetzt gesehen habt, jetzt habe ich einen Triple Shot. Jetzt, vielleicht wäre es ein Homing-Shot oder auch gar nicht, keine Ahnung. In jedem Raum hat man einen anderen Schussteil. Und ja. Mal gucken, was man daraus machen kann. Ich darf nicht vergessen, ich habe recht viele Bomben. Dort hinten ist noch eine Münze, die ich einfach holen kann. Münzen, die man einfach holen kann, sollte man einfach holen. Jetzt habe ich Homing-Shot. Normal. Immer noch normal. Triple Shot war das gerade. Der Gegner ist auch neu. Jetzt schieße ich mal auf 10. Würde dich da hinten tot sehen. Der Gegner ist recht ähnlich wie der andere Dings. Little Job. Nur, dass er keine Bombe frisst, glaube ich. Ich war da unsicher. Kannst du Bomben fressen? Kann man fressen. Aber er wird einfach kleiner und immer schneller. Was ihn halt sehr unangenehm ist. Du nützt mir null. So absolut null. Der gibt mir rote Herzen. Ich glaube, mehr null nützen geht's nicht. Was hab ich jetzt für einen Schuss? Sei dann für einen schnellen Schuss. Mehr nicht.
Kopf zuerst. Wenn der andere nicht so viel Angst hat, der schießt ihn normalerweise in großen Bogen. Ach krass, ich hab ihn auch verletzt. Ja, aber seit wir von denen kriegen, ist mir auch nutzlos. Das ist das Pferd, wo ich mal fliegen kann und dashen. Was ist mit fliegen und dashen, wenn ich schon fliegen kann? Und ein anderes Item mir oder rauf abhilft, für den Gegner zu töten. Weil ich immer noch keinen Schaden habe, sondern nur noch besser im Speed. Da war ich schon. Es gibt nur ein Engel- oder Teufelsrappe pro Ebene. Das heißt, wenn man da schon mal drin war, irgendwas. Dann ist es nicht etwas Neues, wenn man noch mal da reingeht. Ja, kann ich auch durch die Wand durchschießen. Ich muss erst mal die Augen tun und dann erst mal. So. Da verliere ich ein halbes Herz, wenn man da reingeht. Okay, ich mach plus ein halbes Herz. Ich hab schon wieder 10 Schuss. Seht ihr, hat er mir gerade ein rotes Herz gegeben, aber ja, mit roten Herzen kann ich mir so viel anfangen. Okay, jetzt habe ich einfach mit normalen wieder einigermaßen schnellen Schuss. Das war gerade Homing. Homing habe ich jetzt mit einem Gegner gesehen. Aber die kann man eigentlich recht gut töten, indem man einfach hier hingeht und dann springen die da rauf und sterben daran. Ah, das ist Versteinerungsschuss, den ich momentan habe. Schade, ich hätte gerne den Stein gehabt. Versteinere die Gegner schon wieder. Du fliegst, dann mach doch, dass du auch fliegst. Aber ich glaube, jeder meiner Schüsse eine Wahrscheinlichkeit hat zu versteinern oder nur die speziellen Schüsse. Ich sehe keine speziellen Schüsse, weil mein Schuss allgemein grau ist. Das ist was ich will. Shop, gib mir mal einen Shop gucken. Eine Kraut. Oh, das fühlt sich gut an. So, weiß ich jetzt, dass hier unten die Secret Raum ist. Geh kaputt, danke. Dort links muss ich jetzt nicht hingehen. Das ist einfach eine Sackgasse. Ich will eigentlich nur noch den Itemraum finden und dann ist gut. Mehr oder weniger. Was geht's eigentlich für einen Schuss? Gar nichts Spezielles oder wie? Aber vielleicht hätte ich da eben durch die Wände schießen jetzt gerade. Aber das sieht man ja nicht, weil ich das sowieso schon habe. Wenn ich nach oben drücke und nach unten schieße, dann schieße ich manchmal irgendwie nach oben. Das ist merkwürdig. Ich bin in den Error-Raum gekommen. Ja, Error, also der IM Error. Error-Raum ist einfach ein Raum, da kann man sich nur reinporten. Der hat sehr viele nützliche Sachen manchmal und manchmal ist der gar nicht mal so nützlich. Aber hier haben wir gerade ein interessantes Item gekriegt und gehen jetzt weiter. Dafür haben zwei andere Items verpasst, welche vielleicht besser gewesen wären, aber wir hätten auch schlechter sein können. Ja, und das Safety Gap, das ist das Trinket, das ich momentan habe, auch dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit für Pillen höher ist. Deswegen finden wir jetzt vermutlich einiges mehr Pillen als sonst. Sollte zumindest so sein. Jetzt haben wir Homing Shot, jetzt habt ihr gesehen, wie die Schüsse sie verfolgt haben. Das gleiche Teil aus die eingraben, im Grunde.